wollte immer in die Richtung Gesetze oder Jura gehen. Allerdings habe ich mir Jura zuerst nicht zugetraut. Ich wollte schon immer in die Richtung Jura gehen und hatte auch schon ein paar Kenntnisse im Bereich Betriebswirtschaftslehre und Verwaltung generell. Durch die Webseite auf den News habe ich dann gesehen, dass hier jetzt sogar selbst ausgebildet wird und das duale Studium angeboten wird. Unis sind cool und frei, sie ticken einfach anders als Arbeitgeber. Und deshalb habe ich mich für die Uni Duisburg-Essen entschieden, weil ich mich von Anfang an aufgehoben und wohl gefühlt habe. Man ist immer am Puls der Zeit mit der Uni. Also man arbeitet ständig mit neuen Leuten, jungen Leuten zusammen. Man merkt auch richtig, wie die Leute hier sich ins Zeug legen und alle wollen uns irgendwie ihre Bereiche zeigen. Beim dualen Studium verdiene ich direkt dabei Geld und kann meine Freizeit so nutzen, wie ich das gerne möchte. Ein weiterer Vorzug von einem dualen Studium ist natürlich auch, dass wir den direkten Praxisbezug haben. Ich bin momentan in der Finanzbuchhaltung tätig und kümmere mich dort um die Bauauslagen und gucke, dass die Buchungen soweit alle richtig verlaufen. Und was vor allem wichtig für mich war, war auch generell die Abwechslung, dass ich den Arbeitsalltag kennenlerne und mich auf meine Zukunft damit vorbereiten kann. Ich habe mich beworben, ich habe anschließend einen Online-Test gemacht, ja, und danach habe ich auch direkt eine Einladung zum Bewerbungstag bekommen und dort habe ich dann mit anderen ein paar Aufgaben gelöst, mit ihnen ein bisschen gequatscht, diskutiert und geschaut, ob wir denn für den Studiengang geeignet sind und ob uns das Ganze überhaupt Spaß macht. Mein Start war toll. Also wir wurden hier mit offenen Armen aufgenommen. Gerade in den ersten Tagen wurden wir in die verschiedenen Fachbereiche geführt. Wir durften sehen, woran wird geforscht, wofür arbeiten wir hier eigentlich. Die Leute sind hier sehr nett, sehr hilfsbereit. Die freuen sich einfach, dass wir hier sind und haben Bock, mit uns zusammen zu arbeiten. Und das merkt man einfach. Wir studieren alle zusammen an der HSPV in Duisburg. HSPV steht für Hochschule, Polizei und öffentliche Verwaltung. Und sind dort in einem kleinen Kursverband von zwischen 28 und 30 Personen. Die Klausurenphasen hatten wir bis jetzt im Januar und einmal im Mai. Die sind etwas stressiger natürlich, wie man sich Klausurenphasen so vorstellen kann. Die Dozenten sind ebenfalls sehr, sehr hilfsbereit. Der Kontakt ist wirklich sehr gut. Das Studium macht einfach Spaß. Man kommt super mit den Leuten klar. Jemand, der Probleme hat, der kriegt direkt Unterstützung. Unsere Professoren sind immer für uns erreichbar. Die Herausforderungen liegen eindeutig bei mir in der Theoriephase. Die Herausforderung hier war wirklich das Lernen. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf den Juranfächern. Also wir haben sowas wie Staatsrecht, Zivilrecht, Europarecht und auch allgemeines Verwaltungsrecht, was mit am wichtigsten ist. Auch staatliches Finanzmanagement, also auch Betriebswirtschaftslehre ist dabei. Also man sollte das Studium nicht unterschätzen. Es ist eine Menge Input, den wir bekommen. Also meine Karrierechancen mit dem Abschluss, den ich mache, Bachelor of Laws, sind sehr hoch generell, weil viele in der Verwaltung gebraucht werden. Es wird sehr viel gesucht. Ebenfalls gibt es natürlich die Möglichkeit, nach dem Bachelor den Master zu machen. Wir sind hier unfassbar vielfältig ausgebildet nach unserem Abschluss. Es stehen viele Türen offen. Für das Studium ist es super, wenn man einfach Spaß und Freude mitbringt und dementsprechend auch mit Motivation herangeht. Man sollte generell das Interesse an Recht als auch Wirtschaftswissenschaften mitbringen. Ich hätte gerne vorher im Studiengang gewusst, dass das hier einfach wirklich sehr, sehr nett ist und dass es einfach so viel Spaß mitbringt. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ja, bewerbt euch. Also ich kann es nicht anders sagen. Es macht Bock, es macht Spaß. Uni ist einfach toll.